In dieser Situation, die wir jetzt gerade von den beiden tollen Frauen gehört haben, dass Frauen in der Mission waren und aktiv waren, dass sie ausgebildet wurden, die hat ja damit zu tun, dass eine richtige Bewegung in die Mission da war, auch in den Gemeinden, dass Mission sehr hoch gewertet wurde und sehr wertgeschätzt war. Heutzutage ist das alles ein bisschen anders, würde ich jetzt mal sagen. Dass nämlich Mission oder Evangelisation jedenfalls in unseren Breiten eher so hinter vorgehaltener Hand läuft oder sehr an Experten abgegeben wird. Ich war in Wheaton, die Bibelschule, von der wir ja auch schon gehört haben, wo sie ihren Mann wieder getroffen hat. Und wir sind dann mit einem Uber-Fahrer zum Flughafen gefahren. Der Erzbischof von Sydney und ich in einem Auto, Glenn heißt er, ist auch so... ja, nicht ganz mein Alter, vielleicht ein bisschen jünger. Und unser Taxifahrer oder Uber-Fahrer stand im Internet, redet gerne. Also haben wir gedacht, fangen wir doch mal ein Gespräch an. Und dann fragt der Glenn ihn und sagt, bist du Christ? Und dann sagt er, I'm a Presbyterian, also ich bin Presbyterianer. Und dann sagt der Glenn, ja, gehst du denn in die Kirche? Nee, wieso? Ich bin doch Presbyterianer. Und dann haben wir gemerkt, dann sagt der Glenn, ja, aber wenn du sagst, du bist Presbyterianer, aber du gehst nicht in die Kirche, das kannst du nicht machen, das stimmt nicht. Dann bist du kein Presbyterianer. Dann wurde er ganz stutzig und dann habe ich gesagt, ja, kennst du Jesus? Und dann sagt er, I think I've heard that name before. Also ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört. Also er hatte wirklich keine Ahnung von gar nichts. Dann hat der Glenn ihn gefragt, bist du denn getauft? Das muss ich meine Eltern mal fragen, das weiß ich gar nicht. Also ich will nur mal die Brücke schlagen zwischen diesen Missionaren bei den Liu und den Menschen in Amerika oder bei uns heute. Der hatte keine Ahnung von gar nichts. Wir haben dann, er hat Glenn, dieser Erzbischof, also wird von den Anglikanern immer Your Grace genannt. Ist aber ein ganz normaler, netter Mann und hat damit gar nichts am Hut. Trägt auch keinen Ring, den man küssen muss und so, also ganz normal. Auf jeden Fall sagte der dann, ja, was ist denn, wenn du heute stirbst und heute Nacht Gott begegnest? Was sagst du denn dann? Und dann sagt er, wenn ich heute Nacht sterbe, dann werde ich beerdigt und das war's. Dann verrottet mein Körper. Da sagt der Glenn, aber wenn vielleicht doch Gott existiert und du vor ihm stehst heute Abend, was sagst du denn dann? Und dann waren wir mitten im Gespräch und dann hinterher sagte er, er liest jetzt das Markus-Evangelium als erstes und er wird gleich seinen Freund anrufen und sagen, du glaubst nicht, was die mir im Taxi erzählt haben. Das habe ich noch nie gehört, aber ich glaube denen alles. Das fand ich ganz spannend. Das war jetzt so eine Sache, so eine Brücke zwischen dem, was ich gerade in Amerika erlebt habe und diesem Abend. Die zweite Brücke ist China. Es gab diese großen Bewegungen, wo in China viele Missionare waren, die versucht haben, China für Jesus zu erreichen und damit auch ihr Leben riskiert haben und teilweise auch ihr Leben verloren haben auf diesem Weg. Wir hatten jetzt zu Besuch auf der Konferenz, auf der ich war, von der Lausanner Bewegung, einen Pastor aus China, Pastor Ezra. Die chinesischen Christen durften bislang bei den Konferenzen, bei den internationalen Konferenzen, die Lausanner Bewegung durchgeführt hat, nicht teilnehmen. Sie sind immer an dem Flughafen, am Abflugort abgehalten worden, durften nicht an den Konferenzen teilnehmen. Außer in Kapstadt 2010, da war zum ersten Mal eine chinesische Delegation dabei. Dieser Pastor Ezra hat uns gebeten, seine Geschichte zu erzählen, weil er sagt, in China, unter dem neuen Regierungsführer, den sie haben, ist eine neue Politik eingetreten. Die Christen werden massiv verfolgt. Das weiß man so nicht. Man denkt, das betrifft dann immer nur die Hauskirchen, nicht die registrierten Kirchen, aber das stimmt nicht. Jetzt ist zum Beispiel, früher war es so, dass die Kirchen dem Religionsministerium zugeordnet waren. Da mussten sie zur Religionspolizei oder zur Religionsbehörde. Jetzt ist das aber alles an die kommunistische Partei angebunden. Jede Kirche muss jetzt Kameras installieren. In seiner Kirche sollten 20 Kameras installiert werden, um genau zu sehen, wer geht in die Kirche rein und wer geht raus, damit man das nachverfolgen kann. Das Gebäude soll geschlossen werden. Er wird immer wieder auch unter Druck gesetzt. Und was die jetzt machen, ist, sie sind eine wandernde Kirche geworden. Das heißt, er nimmt seine Predigten auf, das Worship-Team nimmt die Musik auf, alle kriegen das per Podcast zugeschickt. Sie gehen gemeinsam in einen großen Park, hören das alle parallel und laufen durch den Park und sehen sich, während sie das hören, als Gemeinde.
und treffen sich hinterher in kleinen Gruppen zum Mittagessen, weil er sagt, spazieren gehen ist nicht verboten und miteinander essen ist auch nicht verboten. Aber er sagt, die Gefahr ist, diese Regierung in China, das war jetzt seine Einschätzung, er sagt, die wollen die Weltherrschaft. Die Kommunistische Partei in China will die Weltherrschaft. Und das machen sie mit finanziellen Dingen, mit Einkaufen in Geschäfte, mit Hilfsgütern, die sie in verschiedenen armen Ländern auch einbringen, mit Hilfsleistungen, um da einen Fuß in die Tür zu kriegen, und gehen jetzt ganz massiv gegen Christen vor. Und sie müssen jetzt immer direkt der Partei Report geben, was sie machen. Und die Partei, die Zugehörigkeit zur Partei oder die Anerkennung der Kommunistischen Partei entscheidet jetzt darüber, ob eine Gemeinde weiter existieren darf oder nicht. Und das war vorher nicht so. Und er hat uns gebeten, normalerweise geht die Kirche ja in den Untergrund, wenn es schwierig wird. Und er hat gesagt, nein, sie werden angeklagt, ein Kult zu sein, also eine Sekte. Und er möchte, dass viele Menschen wissen, was passiert und dass die Christen der Welt zusammenstehen und sagen, wir halten zu unseren Geschwistern in China. Das passt jetzt zu dem, was wir gerade gehört haben, wie Grenzgängerinnen das Evangelium nach China gebracht haben und wie auch jetzt noch viele Christen Grenzgänger sind, dass sie nämlich nicht der Kultur und der herrschenden Ideologie sich unterordnen, sondern an Jesus festhalten. Egal, wie schwierig es wird. Aber du wolltest gerade was sagen. Ja, ich kann dazu was sagen. Also zumindest ein bisschen. Meine beste Freundin wird nach China gehen. Offiziell als Sprachstudentin, weil es ist dort nicht erlaubt, irgendwas Missionarisches zu machen. Das heißt, die hat dann, du musst wirklich gucken, dass das total geheim ist, was der wahre Hintergrund ist. Das Problem ist, sie hat das schon ein bisschen bei uns in der Gemeinde natürlich jetzt gesagt und alles. Und die wird uns dann auch wirklich so wie so ein Handbuch mitgeben, was wir ihr schreiben dürfen. Weil es dürfen bestimmte Schlachtworte, dürfen einfach überhaupt gar nicht fallen. Sie sagt, sie darf zwar ihren Glauben an sich, darf sie zwar leben, aber sie darf niemals öffentlich versuchen, irgendjemand sich mal zu bekehren oder auch nur drauf zu stupsen. Also sie sagt, das wird wirklich eine Herausforderung, aber die brennt halt auch für China, will das schon, seit ich sie kenne, will sie nach China gehen. Jetzt geht sie halt wieder dahin. Echt schwierig dort, sagt sie, aber wirklich dann auch wirklich den Menschen daran zu helfen, weil das halt so eingekesselt ist, man kommt fast gar nicht ran. Auf der anderen Seite habe ich letztens von einem chinesischen Studenten, der in Deutschland lebt, gehört, der sagte, wir haben als Christen weniger Meinungsfreiheit in China, wenn es um den Glauben geht. Aber er sagt, ihr habt in Deutschland weniger Meinungsfreiheit als Christen, wenn es um gesellschaftliche Dinge geht und ethische Fragen. Das fand ich sehr interessant. Also er sagte, da seid ihr mehr unterdrückt. Das nehmen wir nicht so wahr, aber da kommen wir in eine Rolle rein, so in eine Ecke gedrängt zu werden, die uns gar nicht passt oder die gar nicht zu uns passt, die uns aber auch aufgedrückt wird. Und das fand ich auch interessant. China ist jetzt aber auch das nächste Thema, nämlich Hongkong. Hongkong war ja noch britische Kolonie, lange Zeit, ist dann aber in China quasi aufgenommen worden. Die Verträge liefen ja so, dass dann Hongkong ein Teil von China wurde. Und in Hongkong spielt sich die nächste Geschichte ab, die ich euch erzählen will. 1944 ist Jackie Pullinger in Hongkong, in London geboren worden. Wer kennt Jackie Pullinger? Eine, zwei, okay. Gut, dann habe ich ja die richtige ausgesucht. Chasing the Dragon, das ist ihre Biografie. Das heißt, eigentlich ist das ein Wort für Drogenabhängigkeit. Man rennt immer hinter dem Drachen hinterher, man ist quasi abhängig, süchtig. Chasing the Dragon ist eine Umschreibung dafür. Sie hat mit Drogenabhängigen gearbeitet. Sie ist am Ende des Zweiten Weltkriegs geboren worden, als Zwilling, und hatte noch zwei Schwestern. Sie war eher wie ein Junge. Ihre Eltern haben auch Missionare oft nach Hause eingeladen, und sie beschreibt das sehr interessant, dass sie als eine Kindergruppe um eine Missionarin herum saßen und die Missionarin damals dann sagte, und wer von euch, sie war 5 Jahre alt, wer von euch wird denn später mal in die Mission gehen? Und das hat sie so aufgenommen und hat gesagt, ja, ich gehe in die Mission. Also das war für sie dann das große Abenteuer, sie will in die Mission und sie weiß genau, wie es geht. Sie ist konfirmiert worden, hatte gleich danach den Wunsch auch, jetzt muss es aktiv werden, jetzt muss ich sehen, wo es hingeht.
Und wie soll ich mich vorbereiten? In der Uni war sie eingeladen in einen Bibelkreis, aber es hat ihr nicht so gefallen, weil sie sagt, es war alles so trocken und so weltfremd und irgendwie gar nicht so ihre Welt. Sie war eher so der Abenteurer und ein ganz anderer Typ, musikalisch sehr begabt, hat dann auch Musik studiert. Sie hat mehrere Missionsgesellschaften angeschrieben und gesagt, wie soll ich mich vorbereiten? Okay. Nichts kam zurück, weil eine Musiklehrerin brauchte man nicht unbedingt in der Mission. Man braucht ja immer Ärzte und Ingenieure und was weiß ich, Agrarwissenschaftler und sowas alles. Oder Erzieher und Lehrer, aber Musiklehrer muss man jetzt nicht unbedingt in die Mission schicken. Also hatte sie da nicht so gute Karten. Dann hatte sie einen Traum, weil sie immer fragte Gott, wo willst du mich hin haben? Und sie sah, wie sie mit ihren Verwandten um einen großen Tisch herumstanden und auf dem Tisch lag eine Karte und da war Afrika. Und mitten in Afrika war ein kleiner rosa Fleck und da stand Hongkong drauf. Jetzt wusste sie nicht so genau, ob Hongkong in Afrika liegt und wo Afrika, was da eigentlich zugehört, wie sie jetzt auf Hongkong kommt. Und ihre Tante hat dann gesagt im Traum, ja, das ist in Afrika, Hongkong. Sie hat sich dann schlau gemacht und hat dann an die Regierung in Hongkong geschrieben und hat gesagt, ich möchte Missionarin werden, was kann ich bei euch tun? Die haben zurückgeschrieben, na vielen Dank, aber eine Musiklehrerin brauchen wir hier nicht. Sie dachte, Jesus kommt wieder, bevor sie 25 Jahre alt ist. Das war damals so die Zeit, 70er Jahre. Ich sage immer, ich bin da auch Christ geworden, ne? 74. Da lernte man zuerst, wann Jesus wiederkommt und das tausendjährige Reich und wie das alles geht. Das lernen wir heute gar nicht mehr, hört nichts mehr drüber. Also man wusste ganz genau, wann Jesus wiederkommt und wie das alles sein wird, bevor man überhaupt wusste, was im Alten Testament steht oder was Jesus gesagt hat. Also das war damals wirklich sehr hochgehängt, diese Naherwartung. Das war bei ihr auch so. Also hat sie gedacht, ich muss jetzt ran, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich noch habe, ich muss los. Sie hat dann in einer Gemeinde nachgefragt, weil sie so verzweifelt war, wo soll ich denn hin? Dieses afrikanische Hongkong wollte sie nicht. Also hat sie gebetet und hat dann ihren Pastor gefragt, was soll ich tun? Und der hat dann gesagt, du kaufst ein Ticket mit all dem Geld, was du hast, bis nach Japan, das war so der längste Weg mit den meisten Stops. Und in jedem Hafen betest du, ob du aussteigen sollst und ob das der Ort ist, wo Gott dich haben will. Und das hat sie gemacht. Sie hat das Ticket gekauft und ist losgefahren und hat dann überlegt, okay, Jesus, ist das der Hafen, wo ich aussteigen soll? Nein, 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 immer wieder. Bis sie dann nur noch 10 Hongkong-Dollar in der Tasche, 100 Hongkong-Dollar in der Tasche hatte, als sie nach Hongkong kam. Und damit hätte sie die Schiffsreise gar nicht weiter mit Essen und allem finanzieren können. Also wusste sie, hier steige ich aus. Und dann war sie in Hongkong, aber Hongkong lag nicht in Afrika. In Hongkong angekommen, hat sie dann nach einem Job gesucht. Gar nicht so einfach als Musiklehrerin, hat dann aber doch einen gefunden. Und hatte bei der Ankunft in Hongkong diese Bibelstelle, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Also diese Bestätigung nochmal von Gott, ich bin gesehen von Gott, Gott sieht mich, Gott weiß, wer ich bin und wo ich jetzt sein soll. In China gab es die ummauerte Stadt. Müssen wir jetzt mal weiterklicken. Das ist Jackie, genau, mit den Drogenabhängigen. Da kommen wir rein. Das ist die ummauerte Stadt, das sieht man jetzt nicht ganz so gut. Das sind alles Wohnungen. Hongkong war zu der Zeit total überbevölkert, gerade dieser Stadtteil Kowloon. Ich war da mal mit Roland in einem kleinen Hotel, das, was wir uns leisten konnten, haben Jackie Pullinger da auch besucht. Und wir hatten ein Zimmer, wo wir noch nicht mal unseren Koffer aufmachen konnten. Also unsere beiden Betten waren so rechts und links und dazwischen konnte man so laufen. Wir hatten keinen Platz für den Koffer, den mussten wir vor der Tür stehen lassen. So sieht die ummauerte Stadt, so sah die von oben aus. Die sogenannte Walled City, das waren mal Hochhäuser, die so im Karree standen, wie da hinten die Hochhäuser auch. Und dann haben die Menschen dazwischen immer weiter gebaut. Illegale Stromleitungen, illegale Wasserleitungen. Es gab nur wenige Flächen in dieser ummauerten Stadt, da sieht man so ein bisschen was, wo man überhaupt das Tageslicht sehen konnte. Man ging da rein in ein dunkles Loch. Wir sind da auch reingegangen, haben Jackie Pullinger da besucht, als die Stadt noch stand. Jetzt ist die ummauerte Stadt abgerissen, da ist jetzt ein großer Park gebaut worden. Damals stand das alles noch so. Und in diesem ummauerten Gebiet
waren ganz viele Drogenhändler und Drogenabhängige, vor allen Dingen Heroinabhängige und Banden, richtige kriminelle Banden mit Prostitution und Opiumhandel und Drogenhandel, alles wirklich schlimmste Zustände. Überall, wir sind da durchgelaufen und wenn man in die Häuser reinguckte oder in den Hauseingängen, saßen immer Leute, die gerade Drogen genommen hatten. Die Ratten liefen da rum, das Wasser tropfte von oben, man wusste nicht, was ist das für ein Wasser? Man wollte es auch nicht wissen, weil man nicht wusste, was einem da gerade begegnet. Die Ratten liefen da rum, es hat furchtbar gestunken und es war wirklich gruselig. Und wir konnten auch nur reingehen, weil Jackie oder Mitarbeiter von ihr dabei waren. Die Leute kannten die und deswegen konnten wir überhaupt da in diese ummauerte Stadt mit reingehen. Die Polizei ging nicht mehr in dieses Gebiet, das war für die Polizei zu gefährlich. Eine ältere Missionarin, Miss Donnithorn, hatte dort eine Schule begonnen und einmal in der Woche Gottesdienst gemacht. Und Jackie spielte dann die Orgel, nochmal eine Orgel heute Abend. Sie hat jedes Mal, wenn sie in die ummauerte Stadt ging, eine tiefe Freude empfunden. Also ich muss sagen, ich habe eine tiefe Angst empfunden, als ich da reinging. Und auch Ekel, weil das war wirklich, ich bin ja schon viel in der Welt überall gewesen, aber sowas habe ich noch nie und nie wieder gesehen wie da. Die Drogensucht war unübersehbar. Sie wollte eine Jugendgruppe gründen, hat dann immer auch Freizeiten gemacht mit Jugendlichen und merkte dann, wie gebunden die Leute sind. Manche sind schon als Kinder drogenabhängig geworden und waren dann 10, 20, 30 Jahre auf Heroin. Total zerstörte Körper und auch zerstörte Psychen. Also wirklich, die Menschen waren am Ende. Und dann noch die Bandenkriege. Man musste also immer aufpassen, wer gerade mit wem wieder Kämpfe durchführt. Ganz schlimme Zustände. Ihr ist nie was passiert. Sie hat mehrere Jahre, sagt sie, immer nur in ihren Sachen geschlafen, weil sie nachts sehr oft geholt wurde, wenn die Polizei wieder irgendjemand verhaftet hatte, wenn jemand ins Krankenhaus kam, weil er überfallen worden war. Man hat sie immer gerufen. Sie war so die Vertrauensperson für die Menschen in dieser ummauerten Stadt. Die Drogenbosse kannten sie, hatten Respekt vor ihr. Ist auch interessant, ne? Weil man ja immer denkt, als Frau dann da unter Drogenbossen. Aber ähnlich wie die beiden Frauen, die wir vorher gehört haben, hatte sie diese Autorität, die von Gott kommt, würde ich sagen. Das ist eine Autorität, die wir gar nicht so spüren. Ich habe jetzt bei den russischen Frauen in Amerika mehrere Vorträge darüber gehalten, warum wählt sich Gott schwache Menschen? Warum wählt Gott oft Frauen aus, um irgendwas zu erreichen? Weil seine Kraft in den Schwachen mächtig ist. Und er will, dass seine Kraft zum Vorschein kommt und nicht die Kraft der Menschen. Und so auch hier, sie hatte eine unheimliche Autorität. Sie hatte auch keine Begegnungsängste, sie war wirklich herzlich mit den Menschen, hat sich für die eingesetzt, hat Menschen geholfen, von den Drogen wegzukommen. Das war eine ganz interessante Geschichte. Sie hat von einem Missionars-Ehepaar gehört, die Gabe der Sprache, des Sprachengebets hatten. Also das Zungengebet. Und sie wollte das unbedingt kennenlernen. Sagt das allen was, Zungengebet, dass man in einer Sprache betet, die man selber nicht versteht, die Gott einem eingibt durch den Heiligen Geist. Und sie hat es kennengelernt und fand das faszinierend und total hilfreich, weil sie so oft am Rand ihrer Kraft war und auch ihrer Vorstellungskraft, wie soll sie denn beten, dass sie gesagt hat, das will ich auch. Und dann hat sie sich jeden Tag den Wecker gestellt und hat eine Viertelstunde in Sprachen gebetet, jeden Tag, mit der Uhr. Und dann begann ein Dienst, den Gott ihr gegeben hat, wo sie Drogenabhängigen helfen konnte, von den Drogen freizukommen durch Gebet. Sie hat die Drogenabhängigen mitgenommen, 24 Stunden, mehrere Tage, manchmal Wochen, immer umgeben von betenden Menschen. Ich habe sie Jahre später mal besucht in einem ihrer Rehabilitationszentren und da sah man immer einige Männer in Schlafanzug, die liefen da rum und immer so drei, vier um die rum. Die durften nichts alleine machen, die durften nicht alleine aufs Klo, die durften nicht, weil die Abhängigkeit so stark war, dass man Angst hatte, die besorgen sich wieder irgendwas oder die hauen ab. Die waren freiwillig da, aber trotzdem, die Sucht treibt ja dann wirklich Blüten und die Leute wissen gar nicht mehr, was sie tun. Die waren umbetet und die Erfahrung war, dass während für sie gebetet wurde, die keine Entzugserscheinungen hatten. Die schliefen wie die Babys, ohne Schmerzen, was ja normal ist, ohne diese ganzen Entzugserscheinungen, weil sie umbetet waren. Und das war ein
Fund, mit dem Jackie Pullinger dann auch gearbeitet hat, was sie ihren Mitarbeitern auch weitergegeben hat, dass man ständig 24 Stunden, 24/7 quasi, um die Leute herum ist und ständig jemand für sie betet. Sobald die dann aufwachten oder anfingen, Probleme zu haben, wurde wieder laut gebetet und wurden sie quasi umgeben mit Gebet, sodass unheimlich viele Menschen frei wurden von Drogen und auch nicht mehr rückfällig wurden. Und das ist sogar der englischen Regierung aufgefallen, welche hohen Erfolgsquoten diese Rehabilitationszentren von Jackie Pullinger hatten. Und die Regierung hat ihr dann ein Gelände geschenkt, damit sie die Menschen weiter betreuen kann. Ich kann es jetzt nicht alles ausführen, will es auch nicht zu lang machen. Aber was mich fasziniert hat, war diese Begegnung, als wir mit ihr in der ummauerten Stadt waren, kamen wir in diesen kleinen Raum, den sie gemietet hatte, um da jede Woche ihre Veranstaltungen zu machen. Und da konnten die Drogenabhängigen einfach reinkommen und dann wurde für die gebetet. Und Jackie hatte uns vorher schon gesagt, wir sind hier nicht im Zoo, ihr seid nicht hier, um zuzugucken. Wenn ihr mitkommt, dann müsst ihr beten. Ich sage, wir können nur Deutsch. Ja, kein Problem, dann betet ihr in Deutsch. Ist egal, ob in Sprachen oder in Deutsch, Hauptsache beten. Gut, dann sind wir mitgegangen und wir kamen da rein und ich war wirklich geschockt, weil da waren Leute, die, das sah man, die Abhängigkeit noch, ne, von den Armen her, von den Venen, von allem, das war alles kaputt und wirklich zerstörte Körper durch den Heroingebrauch. Aber die sangen und die spielten Gitarre und waren am Erzählen und ich habe kein Wort verstanden, klar, weil ich kann ja kein Chinesisch. Es wurde auch nicht für uns übersetzt, damit wir jetzt nicht als Besucher da so herausgehoben waren, sondern wir waren einfach dabei und haben gebetet. Und dann stand ein Mann auf, der war gerade eine Woche vorher erst von Drogen frei geworden und rezitierte irgendwas. Habe ich ja nicht verstanden. Und dann machte Jackie nur so zu uns. Und da fangs ab, ne? Also super. Und wir dachten, ja, schön, hat er vielleicht auswendig gelernt, ne? Und dann hat sie uns hinterher erzählt, dieser junge Mann war noch nie in einer Schule. Er kann gar nicht dieses kantonesische Chinesisch. Und er hat aus dem Philipperbrief wortwörtlich einen Text rezitiert, den er noch nie gesehen, noch nie gelesen, noch nie gehört hat. Den hat der Heilige Geist ihm einfach eingegeben. Und sie war so begeistert, weil er sagt, dieser junge Mann hat keine Schulausbildung, der wird nicht groß die Bibel lesen können. Weil das war immer der Vorwurf, den ihr die Drogenabhängigen gemacht haben. Wir haben gesagt, du redest von Jesus, aber dann gibst du uns eine Bibliothek. Also die Bibel. Ja, damit können wir nichts anfangen. Wir können nicht lesen und wir können das nicht so erfahren. Und deswegen glaube ich, dass Gott gerade unter diesen Menschen diese Gabe so stark ausgeteilt hat, damit die ein Instrument haben, durch das Gott ihnen innere Heilung schenken kann. Weil das heißt ja in der Bibel, wer in Sprachen redet, der baut sich selber auf. Oder auch wenn er dann das weitergibt in der Gemeinde und es gibt die Auslegung, dann baut er auch die Gemeinde auf. Also hier ist es wirklich für die gewesen, die mit unseren Methoden, Bibel lesen, beten, irgendwie Bibel arbeiten, gar nicht so viel anfangen konnten. Die Leute wurden mit Gebet getragen. Jackie hat dann später nochmal geheiratet, auch einen ehemaligen Drogenabhängigen, der ist aber nach, ich glaube, 3-4 Jahren schon verstorben. Und sie reist viel und sie hat ein Herz für arme Menschen und für Armut. Und sie regt sich furchtbar auf über den Wohlstand und auch die Unbarmherzigkeit, die wir in den westlichen Ländern oft haben. Ich habe sie auf Konferenzen schon erlebt, wo sie ganz deutliche Botschaften für uns in den reichen Ländern hat und sagt, ihr wisst gar nicht, wie gut es euch geht. Und seid doch nicht immer so selbstmitleidig und seid doch nicht immer so undankbar, sondern nutzt doch das, was Gott euch gibt. Und das habe ich von ihr sehr stark mitgenommen. Ich selber hatte in den 80er Jahren, wo wir sie getroffen haben, Krebs und sie war auf einer Konferenz in Lüdenscheid und ich wollte so gerne, dass sie für mich betet, weil ich dachte, oh, wenn Jackie Pullinger für mich betet, na dann wird alles gut. Dann kann ich auch mit der Chemotherapie aufhören und so. Und dann waren wir auf der Konferenz und ich kam auch wirklich an sie ran, das war ja auch schon was Besonderes. Und dann sagt sie, ja, hier, der Mitarbeiter, der kann für dich beten. Ich sage, nein, bitte nicht, ne? Ich habe jetzt extra, ich hoffe, dass du für mich betest. Und dann sagt sie, nein, der kann genauso beten wie ich. Und das fand ich toll. Das fand ich richtig gut, weil es geht ja nicht um den Menschen, der betet. Natürlich ist sie eine Beterin und hat viel erlebt und auch viel Erfahrung mit Gott, aber sie hat mich genau wieder dahin zurückgewiesen, dass, was ihr ja vorhin auch gesagt habt, jeder von uns
hat ja Gaben von Gott. Und jeder von uns kann beten und jeder von uns kann Dinge tun, die wir uns selber gar nicht zutrauen. Das fand ich nochmal sehr gut. Und als ich sie dann fragte hinterher, ich sage, ja, jetzt haben wir ja gebetet und ich glaube das auch, dass Gott mich jetzt heilt und ich muss noch die zweite Hälfte Chemotherapie machen, soll ich die jetzt absagen? War natürlich meine Hoffnung, dass ich das nicht noch erleben muss. Und dann sagt sie, nein, wenn Gott dir gesagt hat, du sollst eine Chemotherapie machen, dann mach die auch zu Ende. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann merkte man, wie bodenständig sie war. Also sie war ganz mit beiden Beinen auf der Erde in der Realität festgegründet und trotzdem mit einem riesigen Glauben für das, was Gott tun kann, weil sie das täglich erlebt bei den Drogenabhängigen, denen sie hilft. Sie hat auch Missionare ausgebildet. Sie hat immer gesagt, meine Drogenabhängigen sind die besten Missionare, die dann nach China reingehen können, weil die wissen, dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Denen ist das Leben nochmal neu geschenkt worden. Und die halten nicht so fest am Leben wie die, denen es immer gut gegangen ist. Die wissen, dass jeder Tag ein Geschenk von Gott ist. Und deswegen sind die bereit, auch ihr Leben zu geben für das Evangelium. Ganz anders als Katja es gemacht hat, aber so ein paar frische Eindrücke. Und man kann noch vieles von ihr nachforschen, ist ja alles im Internet. Auch Interviews mit ihr lohnt sich einfach mal reinzuschauen. Ein Interview mit J. John, Meet the Canon heißt das. Kann ich sehr empfehlen, da sieht man nochmal so, wie sie ist und wie sie redet. Eine starke Frau, ein Vorbild. Ich bin viel mit Missionaren zusammen, weil ich in viele Länder der Welt reise. Und ihr glaubt nicht, wie normal die sind. Die würden nie von sich irgendwas Besonderes halten. Das sieht man immer nur von außen. Die sehen ihre Schwäche, die sehen ihre Zweifel, die sehen ihre Traurigkeit, dass sie nicht geheiratet haben, die sehen ihren Leiden, die sehen ihre Not, die fragen sich, wie lange soll ich hier bleiben, will Gott mich hier wirklich noch haben. Also es sind schwache Menschen, wo man von außen sagt, die bewundere ich für das, was sie tun und was sie durchhalten und was sie leisten. Und ich glaube, so war auch mit den Beispielen, die Katja uns vorgestellt hat, war es genauso. Wenn man die gefragt hätte, die hätten nicht von sich irgendwas Besonderes gehalten oder gedacht. Die hätten gedacht, ich tue das, was ich tun muss. Ich habe zu Hause oben ein ganzes Regal, also so wie die beiden hier, nur Biografien von Frauen, weil mich das so inspiriert. Manche machen ja Biografien eher depressiv, weil sie denken, oh, ich bin so schlecht und die waren so toll. Mich spornt das immer an, weil ich immer denke, ja, und alle diese Frauen haben Schweres erlebt. Alle diese Frauen haben echt schlimme Sachen erlebt. Aber sie haben an ihrem Vertrauen auf Gott festgehalten und an ihrem Auftrag. Und sie haben immer nach vorne geschaut und sich nicht mit Selbstmitleid aufhalten lassen. Das Selbstmitleid ist, glaube ich, unser größter Feind, wenn es um die Sache Gottes geht. Es gab mal ein Buch, There's a Snake in Your Garden. Da ging es darum, dass man aufpassen soll, dass der Teufel immer schon im Garten, im Vorgarten wartet und dass diese Versinnbildlichung, Teufel, dass es das Selbstmitleid ist, dass man aufpassen muss, dass man nicht in Selbstmitleid verfällt. Hätten sie über ihr eigenes Schicksal so viel nachgedacht und gejammert, dann hätten sie nie das getan, was sie getan haben. Und deswegen kann man nur vor der Gefahr des Selbstmitleids warnen, weil die uns lähmt. Das Selbstmitleid lähmt uns. Selbstmitleid ist auch noch was anderes als vor Gott klagen. Klagen dürfen wir. Wir dürfen auch jammern und sagen, Herr, das ist schwer und ich halte es nicht aus oder was auch immer oder ich traue mich das nicht und du musst mir die Kraft geben. Aber das ist nochmal was anderes als dieses lähmende Selbstmitleid, wo man auf sich selber fixiert bleibt. Und das halte ich für eine ganz große Gefahr für Frauen, im Selbstmitleid zu ertrinken. Also, wie war das? Climb or die? Raus aus dem Selbstmitleid, hinein ins Leben.